Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Philos TV. Eine weitere Episode Let's Play Together the Forest. Dabei natürlich Jack. Hola, ¿qué tal? Wir haben uns dazu entschlossen, da wir in der letzten Folge Pistolenteile gefunden haben, die anderen 7 Teile zu finden. Insgesamt soll es 8 Stück geben. Und da werden wir uns jetzt auf den Weg machen. Nachdem dieser Baum gefallen ist. Oh, das war Oh, nur ein Stöckchen. Stock. Stockis, Stockis, Stockfeld! ja, Ja, da wir dann. sind hier jetzt an der ersten Stelle. Also so sehen die Krater aus. Die muss man leider auch sprengen. Das heißt, ich werde hier jetzt mal ein kleines Dynamit anzünden. Hallo? Nicht so gut geklappt. Anzünden! Und dann gucke ich, wo Floschi steht und werfe ihm das vor die Füße. Da fliegen die Steinchen durch die Ah, Gegend. meine Ohren Oh, piepen. verpiss dich da, du Stein. Ist das jetzt ein Witz oder was? Stell Armbanduhr. Ja. Armbanduhr. Brauchen wir nicht. So, jetzt haben wir nämlich das erste Bauteil. Wir haben uns beim letzten Mal totgesucht. Also wir hatten es halt schon in der letzten Aufnahme schon mal mitgenommen. Wollten aber quasi so eine abgeschlossene Aufnahme machen, wo wir nach Möglichkeit alle 8 Spots finden, was wahrscheinlich nicht klappen wird, aber wir schauen mal. Wir müssen jetzt erstmal Richtung Westen weiter. Ich nehme erstmal hier ein bisschen. Weiß ja nicht. Ja, kannst du gerne machen, du. So runter, da so rüber. Und dann können wir uns gleich diesen komischen Schneeanzug ausziehen, endlich, ey. Und ich habe wieder Panzerung! Was? Ja, Ah, ja. Ausdauer ist wieder weg. Cool. Gucken mal eben, wo wir uns jetzt gerade. Ja, wir laufen ganz gut. Das sieht ganz gut aus. Ich habe auch kein Fleisch mehr. Also, ich habe noch rohes Fleisch dabei, aber. Müsste man vielleicht bei Zeiten mal ein kleines Feuerchen machen. Ein kleines Feuerchen maken. Yes, yes, yes. Ah. So. Ich glaube, diesen See hier suchen wir schon. Oder ich muss mal eben kurz gucken. Ne, das ist der noch. Wir kommen jetzt gleich ein Stück weiter westlich, kommt jetzt noch ein See. Und unter dem See müsste irgendwo die zweite Fundstelle für die Pistolenteile sein. Okay. Right. Alright. Wahrscheinlich hier oben irgendwo so an dem Hang hier. Eventuell leicht erhöht. Da ist der See. Das heißt, hier von südlich müsste irgendwo. Da ist sie doch, die Stelle. Hier ist doch. Au! Ich glaube, ich habe mein Bein gebrochen. Der Diebe vergraben hat. Ich würde da weggehen. Hast gesehen? Ja, du bist so ein bisschen weggesprungen. Weggesch. Weggeschleudert worden. Oh, Seile gibt's auch. Junge, verpiss dich da, du dämlicher Stein. Ja, das Bauteil wirst du bekommen haben. Acht. Sehr schön. Dann haben wir das auch erledigt. Dann müssen wir dem Strand folgen. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Wir sind noch nie an irgendeinem Strand vorbeigelaufen. Sollen wir mal, das Keine sind doch Ahnung, ob Hütten. ich. Jetzt finden wir ein paar Kollegas hier. Leckers! Ja, ein bisschen Action. Don spielt mit Don, Action ihr Game. dreckigen Schweine. Lalala. Ich laufe da Okay. mal hier so runter. Ah, schon wieder Eine. gebrochen. Was gibt es hier denn noch so? Laptops. Boah, was ist. Alter, leck mich am Arsch, ey. Ein Was? Grafikfehler. Dieser dämliche Hocker hier, der hat mich gerade angegriffen. Böser Hocker. Ja, der hing hier so im Stein drin, war so am Zappeln. Und dann flog er mir auf einmal ein Stück entgegen, ey. Huh. Ja, nee, klar, jetzt fängt es wieder zu regnen. Wollen die eigentlich auch Na, komm. aufschießen? Ich wüsste auch nicht, womit man das erklären möchte. Was? Ja, du schießt mit einem Pfeil auf den Koffer und der geht auf. Das wird irgendwie. Ja, Das würde mich du irritieren. klopfst einfach mit dem Katana Ja, auf mit den dem Koffer. Katana, dann würde der ja quasi in zwei Teile zerfetzt werden. Und das finde ich ja zumindest so halbwegs realistisch. Er würde ja zumindest aufgehen. Aber mit dem Pfeil, da schießt du einfach nur einen Pfeil rein und der Koffer ist tot.
Ja, hier laufen komische Wesen rum mit mehreren Armen und Beinen. Sehr realistisch. Ja. Hier, da ist schon wieder so ein Hocker. Der hat mich auch schon wieder angegriffen. Was ist denn hier los? Ha! Ich brauche gleich erstmal was zu futtern. Ich glaube, ich pfeife mal ein bisschen Schoki rein hier. Da. Von da oben. Leitfehler. Kommt man da hoch? Nee. Weil wir sind hier jetzt an der Klippe gefangen. Wir sind aber auch gleich da. Also man müsste jetzt gleich schon irgendwo. Ja, ich meine hier in die Buden. Der nächste Krater kommen. Hier fände ich jetzt zum Beispiel es sinnvoll, wenn hier sich immer so ein paar von diesen Mutanten aufhalten würden. Aber eigentlich rennen die den ganzen Tag nur. Das ist so irgendwie deren Lebensablauf. Hier ist die nächste. Ah, da kommt noch einer angerannt. Hallo, und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und 9 und da. Headshot! Headshot genau im Fuß. Ey, hallo! Hallo! Hallo, komm her, hallo, bleib stehen. Hm? Ey, der war doch im Kopf. Das wäre von mir ein Kopfschuss geworden, wenn du nicht so daneben geschossen hättest. Pfeil wiederholen. Und hepp! Noch ein Pfeil. So, das Dynamit entzünden. Mal sehen, wenn ich so nah stehe, was dann passiert. Ey, wenn du gleich stirbst, ne? Oh, der ist ein bisschen weit weggerollt. Hat funktioniert. Einschlag. So. Alles klar. Ich glaube, wir können uns gleich mal so ein kleines Zelt machen und mal eben kurz die Nacht überspringen. Muss mal kurz gucken, wo das nächste Loch ist. Bist du noch da? Ja, aber ich treffe den Vogel hier nicht. Alter! Ah. Mach mal bitte im Unterstand, dass wir die Nacht skippen können. Ja. Da ist noch eine. Kommt da rein, ist nicht. 6. Ah, ganz knapp am Ohrläppchen verbaut. Das müsste ein Treffer gewesen. Hallo. Auch noch einen Stock, ich habe keinen mehr. Bis das. Ja, mache ich sofort. Ja, richtig, sofort. So. Da liegen hier so viele Haie. Blätter hattest du auch nicht mehr, oder was? Ja, dann mal direkt die Nacht skippen. Gibt mir Neid. So, ich gucke jetzt nochmal eben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, alles klar. Dann müssen wir jetzt erstmal zu unserem alten Lager. Oh, jetzt habe ich aber ein bisschen Hunger. Das irgendwie gefühlt aus, als wären wir genau in der Nacht. Der tiefste Nacht. So, ich bin natürlich die Frage, wo jetzt. Oh, das ganze Fleisch ist jetzt natürlich vergammelt. Also ich habe noch rohes Fleisch frisch im Inventory. Eins hat die Nacht nicht überlebt. Und schwimmen. Aber es ist auch stockfinster und ich friere mir schon wieder den Arsch ab. Ja, bei mir wird es auch wieder kalt. Wieso ist denn jetzt mitten in der Nacht? Ich habe das jetzt auch nicht verstanden. Ich glaube, du kannst mal kurz ein kleines Feuerchen machen. Also, das ist ja schon wieder hier. Oh, da ist wieder. Oh, hier sind jetzt viele. Das sind einige. Ach du Scheiße! What the fuck? Ja, wir müssen hier weg, Flaschi, wir müssen hier weg. Das ist zu viel. Ah, geile Meile. Das sind auf jeden Fall zu viele. Ey, lass uns die zerschnetzeln, ey. Okay. Wow! Wow. Alter, das sind ja 12 Trillionen. Du kannst da hinschießen, wo du willst, du triffst immer einen. Katana. Alter Felder, du.
Da, wollt ihr? Achtung, hinter dir die Snitch. Haha, gut. Die ist mir quasi ins Messer gelaufen. Eieiei. Ab zum Feuer. Nein, das Feuer. Herz. Ach ja. Haben sie das Feuer kaputt gemacht oder was? Ey, wollte mich jetzt verarschen, dass wir das Feuer haben. Okay. Okay, da muss ich nochmal ein Feuer machen. Haben wir anscheinend das Feuer kaputt gemacht. Das war auf jeden Fall mal ein Angriff, ey. Hat man so auch noch nicht gesehen. Ja, gut, dass wir den Tag in die Nacht geskippt haben. Ja, richtig gut. Hier ist wieder einer. Drei. Ja gut, man muss die jetzt auch nicht noch extra anlocken, ne? Warum? Also so ist das ja nicht. Ich wollte eigentlich nur ein paar Leichen holen, um... Ja. Ja gut, dann hol ich auch noch ein paar Leichen. Ne, ich habe keine gefunden. Haben sie die schon wieder abgeholt, die Schweine. Hier ist noch eine. La la la. Burn, baby, burn, burn, burn. Hier habe ich auch noch ein paar geschnetzelt. Wuhu! Hier liegt einfach eine. Ein paar Pfeile für mich. Komm mit, mein Freund. Ach, guck mal, der Mond geht ziemlich schnell unter jetzt, glaube ich. Irgendwas rennt hinter mir her. Jetzt zumindest irgendwas hinter mir knurren hören. Ich sehe was, aber es ist noch. Das war auf jeden Fall schon wieder eine absolute Profi-Aktion. Einen habe ich. Oh, da ist noch einer. Ah. Ey, krass, wie schnell man wieder kalt wird. Ja. Das ist echt nicht gut. Achtung, hinter dem Stein ist einer. Ja. Eine alte. Zwei. Stirb. 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 Ey, die lebt immer noch. Wieso? Der fällt da nicht in den Kopf. Du musst die Typen übrigens schon ins Feuer legen, ja? Sonst brennen die nicht. Blö. Alter, was ist mit der? Keine Ahnung, es ist. Ah, jetzt ist der Kopf abgeschlitzt, ey, zur Vorsicht. So, die ist echt tot, ey. Es ist ein Vampir. So. Feuerchen, ich muss erstmal schwimmen gehen hier. Latsch. Hallo. So. Das Dingens kann ich auch nicht tragen. So, dann mal weiter. Der Tag ist angebrochen. Wir können das schaffen. Ja. Ich muss ja. Ich will hier nochmal kurz ein bisschen Fleisch braten. Ja. Ich habe jetzt nochmal in mein Fleisch reingepackt. Wo ist das denn jetzt? Rennt das halt schon vor sich. Hallo? Wieso kann ich das denn nicht sehen? Ah, okay, jetzt ist es. Ich glaube, ich habe zwei Stück reingepackt, also du kannst es dann gleich auch reinziehen, wenn es irgendwann fertig ist. Ja. Dann frühstücken wir nochmal eben kurz und dann geht's weiter. Frühstück, die wichtigste Mahlzeit des Tages, ganz klar. Richtig. Kann man nichts machen, muss man mitnehmen. Kann man sich nicht gegen wehren. Nein, nein. Yummy. So, ich habe eins gegessen. Gut. Ich esse auch noch eins und jetzt geht's los. So, jetzt fangen wir an. Jetzt müssen wir erstmal Richtung. Da kommt schon wieder einer angerannt. Richtung altes Lager, da ist die nächste. Das nächste Pistolenteil. Ich denke, du kannst das Feuerzeug einstecken. Oh ja, stimmt. Das ist
Ich meine, viel Licht hilft viel, ne? Erst noch ein bisschen Enduregen. Oder ist schon wieder ein kleines Grüppchen? Ja. Vielleicht sollten wir eine Base am Strand bauen. Da könntest du noch mal. Oh, das ist noch ein Zeltchen. Oh, ein Zeltplatz! Und wir sind hier ein paar Koffer. Oh, hier kommt. Ist da gar nichts. Was ist das für ein Geräusch? Alter, ich treffe diesen Kopf nicht. Oh, der war drüber. Oh, ich bin auf den Desktop geswitcht. Oh, 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 da ist sie. Leid. Junge, chill mal. Wo ist sie denn jetzt da? Zack. Alles down. Irgendwo ist hier noch einer gewesen. Oh. Ja gut, der hat halt gemerkt, okay, ich krieg noch verfress, ich hau mal ab. Sieht doch schick aus hier. Ach, so eine hübsche Maske, du. Und nicht. Ich frag mich auch, was zuerst da war. Die Zelte oder die Hütten? Weil, wenn das die Hütten nachher gebaut wurden, dann ist es ja halbwegs sinnvoll. Ne? Also, ja, da ist ein Zeltplatz, denken sich die Mutanten, alles klar, Frischfleisch die ganze Zeit, let's go. Bauen wir da unsere Hütten hin. Aber wenn du jetzt als Turi hier bist und du siehst da so ein Hüttenlager und da stehen so Spieße mit menschlichen Gesichtern drauf, dann zeltet man da doch nicht, oder? Ich meine, das wäre ja so ziemlich der späteste Zeitpunkt, an dem ich sagen würde, okay, auf dieser Insel scheint irgendwas nicht zu stimmen. Ich fahre mal nach Hause. Das aber ist nur schwierig mit einem Ab. Ja gut, ich denke mal, nicht alle Passagiere im Flugzeug hatten Zelte dabei, um sich dann hier gemütlich mal so einen Zeltplatz zu suchen. Also ich gehe schon davon aus, dass das hier eine Touristeninsel ist. The base hier. Das Krüppelteil. Pass auf die Fallen auf. Ja. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Haben wir auf jeden Fall ganz gut. Irgendwo im Süden müsste. Mir ist ein Stein. Ich glaube, ich habe schon. Oh! Ist sogar schon offen. Ich glaube, dann haben wir da. Ich glaube, ich habe da sogar damals schon mal irgendwann Dynamit oder sowas draufgeschmissen. Hab dann aber nicht vernünftig nachgeguckt, ob da irgendwas drin liegt. So, jetzt müssen wir eigentlich 4 Bauteile haben. Ah. Ja, das sieht gut aus. Und gut, dann schaue ich mal kurz auf die Map. Hier ist, glaube ich, seit Ewigkeiten ein Hase drin gefangen. Der Arme. So, jetzt gehen wir mal straight nach Westen. Das müsste da sein. Jetzt hast du ihn befreit und getötet. Sehr schön. Ja, ich habe ihn auch so in den Kopf. Nice. Aus Versehen. Als ich ihn aus dem Käfig holen wollte, habe ich ihm aus Versehen den Kopf abgedreht. Ja, ja. True story. True fucking story. Da hinten ein Container? Das ist ein riesiger Baumstumpf, glaube ich. Ja. Das sieht doch auch verdächtig nach irgendwas aus. Ah, nein, nee, da noch steht ein weiter Container. Rechts. Ja, ich sehe es. Das ist tatsächlich ein Container. Da sollte man vielleicht auch mal inspizieren, ne? Was ist denn hier mit los? Ah, ein Baumstumpf, ich hole erstmal die Kettensäge raus. Nee, passiert nichts. Na gut, komm her, den Container nehmen wir noch mal eben kurz mit. Das ist mir zu suspekt hier, da muss ich wissen, was da drin ist. Das war eine Schild. Jump! Jump, 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 jump. Und blinde Zerstörungswut. Ink! Ist aber nicht kaputt gegangen. Doch. Bei mir ist es kaputt gegangen. Oh, mehrere Container. Mit Päckchen. Ah, da sind wieder diese Bauteile drin. Aber ich bin voll. Ach. Einfach mal 5 Bauteile in einem so einem kleinen Container, ey. Dann checken wir nochmal die anderen Container, ob da vielleicht noch irgendwas Sinnvolles drin ist. Also das ist ja sinnvoll, aber bringt uns jetzt halt nicht allzu weit. Oh, hier ist noch eine Notiz. Ich glaube, es sieht irgendwie nach. Keine Ahnung, was das ist. Was war?
Also, das wird Glas sein, aber mal ganz im Ernst, kein Mensch transportiert eine Glasscheibe so in einem Container. Wollt ihr mich jetzt verarschen hier oder was? Viel geiler finde ich, dass du einfach das quasi da ein Wald gespiegelt wird, aber wir sind in einem Container. Okay, oder oh, das ist einfach Wie ein Bild. heißt der Publisher von dem Spiel? Weiß ich jetzt gerade. Er hat so eine Situation, good job, Blizzard. Neues Tier entdeckt. Ah, hier die Schildkröte. Lass sie mal in Ruhe. Wir brauchen keine Schildis mehr. Komm, lass Oh, komm weiter. aus dem Wasser. Jetzt komm weiter. Entschuldigung, ja, ich bin abgelenkt. Ich muss mal gucken, ob das da vorne die Insel ist. Ja, das ist schon die Insel. Also auf dem Ding da, auf der südlichen, da gibt es dann wieder ein Pistolenteil. Ich würde einfach mal sagen, wir schwimmen nochmal rüber. So weit ist das noch nicht. Und hoffen mal, dass die Haie nicht kommen. Ja, schwimm du mal vor. Oh, say, can you see by the dawn's early light? Der Luft an. Boah, hoffentlich wirst du von einem Hai gefressen, ey. Ich will es so feiern. Der sieht mich asozial. Ba 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 ba. Ordentlicher Wellengang hier, du. Wie in meiner Heimat. Oh, jo, 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 glaube ich erstmal dann. Oh, ich bin gluck, 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 gluck. So, dann wollen wir mal schauen. Ja, hier ist es. Dieses Mal bist du dran, ich habe nämlich kein Dynamit mehr. Dynamit, muss ich erstmal suchen hier. In den Tiefen meiner Tasche. Was? Leuchtfackel? Ein Dynamit. Ganz unten, rechts neben den Äxten. Ja, dann wollen wir es mal anmachen, ne? Dann wollen wir es mal anmachen, ja. Wäre sinnvoll. Sonst gibt es keine Explosion. Hilfe! Noch ein Seil, sehr schön. Alles klar, dann mal back to the other Weiß Insels. jetzt nicht, ob ich es gefunden habe. Ich habe nämlich. Also ich hab's gefunden. Wie viele Teile hast du denn? Sag mal. 5 müssten es sein. Teil 7. Teil 6. Teil 5. Teil 4. Was? Keine Ahnung. 4. 6, 7. Ich habe gerade so viel, die liegen alle so dicht beieinander, die Pistolenteile, dass ich da selber nicht Vier, sehe. fünf, sechs, sieben, acht, fünf Teile, Ja, dann passt. ja. Ja, wir sind aber auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Fünf Teile der Munition haben. Der Munition. Fünf Teile der Pistole haben wir gefunden. Es fehlen noch drei. Du weißt, wo die sind? Ja, sicher. Ich weiß alles. Ich würde sagen, wir beenden jetzt hier die Folge auf jeden Fall. Ja, können wir machen. Dann Dann in machen der wir in der nächsten nächsten Folge mal die Folge nächsten die drei. letzten drei und dann mal ausprobieren, was die Pistole so kann. Ja, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Cheers.